Die drei größten Gefahren für deine Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich tatsächlich wirklich wichtige Gefahren nennen, damit du dich auch vor ihnen schützen kannst. Das ist der entscheidende Punkt. Deswegen höre jetzt genau hin, was ich dir sage. Die erste wichtige Gefahr, die für deine Gesundheit heute ausgeht, das ist, ich sag mal, chronischer Wissensmangel über Gesundheit. Und zwar sowohl bei den Laien als auch bei den medizinischen Experten. Denn man muss verstehen, dass die heutigen medizinischen Experten, also Ärzte, Heilpraktiker, Zahnärzte und sämtliche Therapeuten, die sind Experten für Krankheiten, weil darin wurden sie jahrelang ausgebildet. Sie kennen sich sehr gut mit Symptomen und mit Krankheitsbildern aus. Aber man muss wissen, Gesundheit ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Symptomen, ja, nach dem Motto, ich ziehe einfach quasi die Symptome weg und dann bleibt das, was übrig bleibt, ist Gesundheit. So ist es nicht. Ich werde vielleicht mal ein anderes Video machen, wo ich mal genau erkläre, was Gesundheit überhaupt ist. Aber hier geht es erstmal darum zu verstehen, dass diese Therapeuten und Experten letztendlich ihren Schwerpunkt haben im Bereich Krankheit. Das heißt, sie schauen durch eine Brille hindurch, wo sie einfach nur krankhafte Dinge wahrnehmen. Ja? Und das ist entscheidend. Und wenn man natürlich zu jemandem hingeht, der guckt sofort mit der Brille, ist da irgendwas krank, ist irgendwas von der Norm abgewichen, irgendwelche Veränderungen, die vielleicht krankhaft sind, ja? Der ist so ausgebildet. Ja? Man kann ihm gar keinen Vorwurf machen, nur man muss es wissen, dass man dort quasi nicht Gesundheit bekommt. Insofern, die Krankenhäuser heißen ja auch richtig, sind Krankenhäuser. Das geht nicht um Gesundheit, das geht um Kranke. Das ist die erste Gefahr. Das heißt, wenn man da raus will, muss man sich entsprechend selber fortbilden. Das heißt, man muss sich dieses gesundheitliche Basiswissen selber aneignen, und zwar in der Zeit, wo man auch noch nicht irgendwelche Symptome hat und sich dann im Grunde nicht mehr selber helfen kann und auf fremde Hilfe angewiesen ist. Also das wäre sozusagen der Appell an die Vernunft. Das war die erste Gefahr. Die zweite Gefahr, die schließt sich dem unmittelbar an. Das ist, ich nenne das blinde Technikgläubigkeit bzw. blinder Fortschrittsglaube. Das heißt, die Abhängigkeit, die wir heute mehr und mehr haben, auch durch die ganze Digitalisierung in allen Lebensbereichen von der Technik, wird immer mehr. Und auf diese Art und Weise, weil was auch immer ist es gefährlich, so musst du dich vielleicht fragen, ist es ganz einfach. In dem Moment, wo ich mich komplett mit der Technik umgebe, von morgens bis abends und vielleicht auch in der Nacht, verliere ich immer mehr meine natürlichen, biologischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich als Mensch haben könnte, weil ich entwickle sie nicht richtig. Wenn ich also so ein Smartphone jeden Tag für alles Mögliche benutze, ich nenne das einfach mal wie eine Hirnprothese. Ich bin gar nicht mehr in der Lage, mich selber zu orientieren, vielleicht selber zu rechnen, was auch immer. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber viele Menschen sind so abhängig von diesen Geräten und dadurch verkümmern die eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und das ist gefährlich, weil wenn die Dinger mal kaputt sind, Strom ausfällt, was auch immer, dann sind die eigentlich orientierungslos. Ja, und das ist gefährlich. Wenn wir uns mal die heutige Gesellschaft angucken, wir leben ja quasi in einer Sitz- und Leistungsgesellschaft, die sich im Prinzip als Resultat eines ungefähr 150-jährigen Industrialisierungsprozesses jetzt nach und nach ergeben hat, dann muss man mal gucken, was passiert da eigentlich jeden Tag. Und man muss ganz klar sagen, diese Gesellschaft, die wir jetzt haben, wie sie aufgestellt ist, produziert jedes Jahr aufs Neue immer mehr chronisch Kranke und chronisch erschöpfte Menschen. Und die einzige Antwort, die es darauf gibt, ist Reparatur. Das heißt, die heutige Medizin ist ja auch nichts anderes als ein Kind der Industrialisierung. Das bedeutet, sie hat diese Vorstellung, der Mensch ist wie eine komplexe Maschine, in dem Fall eine biochemische Maschine, die man einfach nur entsprechend reparieren muss an bestimmten Stellen. Tuning könnte man sagen. Sei es, dass man Sachen austauscht, die nicht mehr sauber sind, oder aber, dass man durch entsprechende Mittelchen die Symptome also entsprechend optimiert, sodass sie dann verschwinden. Das ist so diese Vorstellung. Reparatur. Man könnte auch sagen, das ist dieses Reaktive. Man wartet erstmal ab, bis was sich entwickelt hat, und dann fängt man mal an zu reagieren und probiert mal hier und da rum. Und das ist natürlich eine sehr fatale Entwicklung letztendlich, weil wir dadurch natürlich immer tiefer in eine gewisse Sackgasse und Abhängigkeit hineingeraten. Ja? Und da haben wir noch den dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist meines Erachtens der eigentlich der schwerwiegendste oder die größte Gefahr, könnte man sagen. Das ist die Abgabe der Eigenverantwortung an Experten für Krankheiten. Also man könnte sagen, Fremdbestimmung im wichtigsten Bereich deines Lebens, nämlich deiner Gesundheit. Und warum ist das wichtig? Also diese Art von Abhängigkeit, die sich jetzt hier aufgetan hat, hat im Grunde drei wirklich wesentliche negative Nachteile oder negative Folgen, wenn man so möchte. Und zwar das erste ist, wir sind im Grunde von dieser Expertenmeinung abhängig, aber man muss wissen, diese Expertenmeinung kann falsch sein. Nach dem Motto, Irren ist menschlich. Ja? Selbst wenn in Zukunft Maschinen die Diagnosestelle übernehmen werden, auch die sind nur so gut wie die Daten, aus denen sie quasi
ihre Diagnosen erheben können. Das heißt, wenn die falsch gefüttert wurden mit falschen Daten oder mit unzulässigen Daten, dann kann daraus auch nicht was Vernünftiges bei rauskommen. Selbst wenn die dann sogar unter künstlicher Intelligenz laufen, wie es dann immer so schön heißt. Also das heißt, man bleibt in dem Moment richtig unmündig und abhängig. Das ist die erste negative Folge. Zweite negative Folge ist, natürlich bleibt dann im Prinzip auch eine Abhängigkeit, und zwar die Abhängigkeit von der Angst vor irgendwelchen zufälligen Auftreten von Krankheiten. Es regiert ja momentan in der Medizin, sage ich mal, das Zufallsdenken. Deswegen finden wir auch überall Wahrscheinlichkeiten, Aussagen, also nach dem Motto, mit so und so viel prozentiger Wahrscheinlichkeit wird er das überleben oder die Therapie wird Erfolg haben, weil einfach, ich sag mal, die Gesetzmäßigkeiten, die die Natur ja auch uns zur Verfügung stellt, nicht beachtet werden oder zu wenig bekannt sind. Und auf diese Art und Weise regiert quasi der Zufall, die Unsicherheit. Und deswegen bleibt immer unterschwellig irgendwo eine Angst bei den Menschen nach dem Motto, ja, wenn die Krankheit kommt, hoffentlich trifft es mich nicht. Ja? Wenn es den trifft, okay, aber mich bitte nicht. Ja? Nach dem Motto, das kann gefährlich sein und da habe ich Angst vor und ich will mich ja irgendwie schützen. Aber eigentlich kann ich mich gar nicht schützen, weil ich ja gar nicht weiß, wann und wie sie kommt. Das kann ja alles per Zufall passieren. So, und der dritte große Nachteil, der durch diese Fremdbestimmung, diese Abhängigkeit entsteht, ist, dass wir dann im Prinzip auch von neuen Therapiemethoden und deren unbekannten Nebenwirkungen abhängig sind. Das heißt, man wird quasi zum Versuchskaninchen fremder Interessen. Das wird also mal ein bisschen rumprobiert, nehmen Sie mal das Mittel, nehmen Sie mal die Therapie, probieren Sie das mal aus und dann sagen Sie mir mal, ob das funktioniert hat, ob es Ihnen da besser geht und wenn nicht, dann nehmen wir ein anderes Mittel. Und so wird ständig rumprobiert, Versuch und Irrtum, ja, so ist heute quasi die Therapie, auch wenn man immer sagt, man möchte das gerne auf eine sogenannte Evidence-Based Medicine bringen, also auf eine Beweis, wo man sagen kann, das ist wissenschaftlich bewiesen und deswegen ist es reproduzierbar und so weiter. Das funktioniert natürlich bei Maschinen, aber bei Menschen, die sehr individuell sind, die jeder ihre individuelle Geschichte mitbringen, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Das sind sozusagen die drei großen Nachteile von dieser Art von Abhängigkeit, aber es gibt noch zwei weitere, nämlich, wenn ich quasi komplett meine Verantwortung an jemand anders abgebe und mich darauf verlasse, dass der schon das Richtige für mich findet und auch für mich dann entscheidet, in diesem Moment, wo ich das mache, gebe ich natürlich meine Macht ab und ich lerne in diesem Moment auch gar nichts über die Naturgesetze der Selbstheilung. Das ist der erste Punkt. Und was ich auch nicht lerne oder was ich dann auch nicht bekomme, ist, ich bekomme kein Selbstvertrauen in meine eigenen Fähigkeiten. Weil ich davon ausgehe, mein Körper macht irgendwelche Fehler und ich brauche jemanden, der viele Jahre studiert hat, der wird das schon irgendwie richten, reparieren, wie auch immer. Aber ich verstehe nicht, dass der Körper aus ganz bestimmten Gründen, also man könnte sagen aus ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten der Biologie, sich so oder so verhält, beziehungsweise sich so oder so angepasst hat. Das lerne ich alles nicht, weil ich mich ja komplett auf jemand anders verlasse und auf diese Art und Weise gar nicht bei mir mal genauer hinschaue und verstehe, ich habe mich jetzt so verhalten und das hat zu der und der Reaktion geführt. Aha, jetzt habe ich mein Denken oder mein Empfinden ein wenig verändert und das hat gleich zu Veränderungen auch in meiner Körperlichkeit geführt. Ja, das wäre tatsächlich dieses Eigenerfahren, wo man dann merkt, wow, ich kriege jetzt wirklich Gewissheit darüber, dass da Gesetzmäßigkeiten am Werken sind. Und das gibt mir Selbstvertrauen. Das räumt auch die Ängste aus, die völlig irrational auch meistens sind. Und dann komme ich tatsächlich dem Zustand, den ja so viele mal anstreben, nämlich Gesundheit, Langlebigkeit, immer näher, weil ich plötzlich mit mir selbst im Einklang sein kann. Okay, das waren also die drei größten Gefahren für deine Gesundheit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib diesem Video gerne einen Daumen hoch beziehungsweise like das Video, falls du es auf Facebook gesehen hast. Und wenn du meinst, es ist auch für deine Freunde und Familienmitglieder interessant, dann teile dieses Video ganz gerne mit denen und schreib mir natürlich auch unterhalb von dem Video deine Kommentare, deine Gedanken zu diesem Thema. Das würde mich auch sehr interessieren. Und falls du mehr solcher Videos von mir hören möchtest, abonniere meinen Kanal, indem du jetzt einfach unterhalb von diesem Video auf die Glocke klickst. Dann wirst du benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird bei YouTube. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und vor allem bleib gesund.